Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. War mal ein anderes Intro diesmal, so ein bisschen vorweg, mal ein bisschen Gameplay gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die hier in die Flaschenpost besonders gut reinpassen, nämlich die Informationen, die ihr braucht, wie ihr die Schiffe, die ihr eben gesehen habt, bekommen könnt. Ja, und ich bin nicht allein. Toxic85 ist mit dabei. Hallöchen. Ja, hallo alle miteinander. Der Black Friday Hype ist da und Wargame lässt sich da natürlich auch nicht lumpen. Ja, wir stellen euch heute mal ein bisschen was vor und zeigen euch, was ihr hier erspielen könnt. So ist es. Ist nämlich wirklich auch wieder kostenlos was möglich. Und zwar haben wir hier schon den Zeitraum angegeben: 29. November 6 Uhr bis Montag, den 9. Dezember 6 Uhr. Also nicht nur mal ein, zwei Tage, sondern schon eine längere Zeit, wo ihr diese Teile hier erfüllen könnt, nämlich die Jagd auf die Black Container. Und da haben wir gleich vier Teile für euch. Ich fange gleich hier mal mit dem ersten Teil an. Verdient in Gefechten 30.000 Kapitäns-EP mit Schiffen der Stufe 5 bis 10 in Unternehmen, Zufall, Koop und gewerteten Gefechten. Und dann bekommt ihr einen Black Friday Container für 2019 und einen Black Friday Container für 2018. Und jetzt wollen wir uns dann gleich einmal Teil 2 angucken. Teil 2 eigentlich auch fast dasselbe. Hier sammelt ihr aber 30.000 EP, sprich, ihr setzt noch ein paar schöne Flaggen, eine Tarnung rauf und ruckzuck, ihr habt hier die 30.000 EP zusammen und erhaltet als Belohnung diesmal zwei Container der Black Friday 2019 Reihe. Der Rest alles wie gehabt. Genau. Wichtig ist halt, so wie Toxi gerade schon sagte, das sind nicht Base XP, das sind halt wirklich Sachen mit Flaggen und Tarnung und dann seid ihr damit durch. Dann kommen wir zu Teil 3. Da funktioniert es fast so ähnlich, wenn ihr ein paar besondere Signale habt. Wie nennen die sich diese? Nicht, oh, doch, Ouroboros ist das. 777% Free XP und so eine Sachen. Wenn ihr das alles zusammensetzt mit der richtigen Tarnung, dann habt ihr auch ganz schnell die 30.000 Free XP zusammen, die ihr hier nämlich erfahren dürft in der dritten Stufe. Dann gibt es auch wieder einen Container 2019, einen 2018 und die Schiffe und so weiter sind absolut identisch. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu Teil 4. Genau, Teil 4, wahrscheinlich der am längsten dauernde Teil, weil hier braucht ihr die 20.000 Basis-EP. Als Belohnung winken wieder zwei Container 2019 Black Friday und nochmal als Bonus, letzte Belohnung, wenn ihr alle vier Teile geschafft habt, nochmal zwei Container Black Friday 2019. Sprich, insgesamt, wenn ihr alle Teile erledigt habt, kommt ihr auf 10 Container. Was wird denn verfügbar sein in den Containern? Als netter Bonus vielleicht nochmal für die, die gewertete Gefechte fahren, ne? Das könnt ihr alles in den gewerteten Gefechten erledigen, also sprich alles noch nebenbei machen und euch nicht nur die gewerteten Gefechten Bonis abholen, sondern halt auch eure Container entsprechend erfahren. Gut, Matti, erzähl mal ein bisschen was zu den Black Friday Containern 2018. Was kann da drinne sein? Black Friday 2018, eigentlich die bekannten Inhalte. Wer letztes Jahr mitgemacht hat, kennt die Inhalte. Massachusetts B, Tirpitz B, Atago B und Asashio B. Das könnte euch als Hauptgewinn, wenn ihr natürlich die Schiffe noch nicht habt, erwarten. Zudem ein Tag Warships Premiumzeit, 250 Dublonen, die Tarnung Schattenschleicher, die Typ 59 Tarnung oder 6000 freie EP. Aber wir wissen natürlich alle, was wir haben möchten, natürlich die Schiffe. Und Typ 59 ist vielleicht noch zu erwähnen, da gibt es 200% mehr XP. Ne? Also das ist diese schwarz-rosa Tarnung, sage ich jetzt einfach mal, die ja doch ganz angenehm ist. So die Schattenschleicher ist diese abgenutzte Tarnung, die da ein bisschen so ähnlich aussieht wie die Black-Tarnung, aber nicht ganz so doll Black ist. Ja, und in den Black Friday Container 2019, da gibt es sicherlich schon viele, die sich auf diese Schiffe freuen. Alaska in Black, ja, auch mit 10 Kapitänen, permanente schwarze Tarnung dabei. Und dann die Graf Zeppelin, die ist ganz besonders cool. Hier auch mit den schwarzen Flugzeugen. Das ist ganz besonders cool für mich, weil ich diese Lackierung der deutschen Flugzeuge nicht mag. Ja, und die Graf Zeppelin in B hat dann auch schwarze Flugzeuge und das ist total genial. So ein bisschen wie ein Batwing, so könnte man sagen. Ja, Scharnhorst ist dabei und die Sims ist auch dabei und der Rest doppelt sich. Also Free XP, Dublonen, Schattenschleicher Typ 59, Tarnung. Ja, und dann haben die Schiffe einen besonderen Kampfauftrag. Den gab es auch schon 2018, denn wenn ihr das Black Schiff bekommt und davon schon das Standardschiff habt, also die Alaska in dem Fall oder eben die Atago, Asashio, Graf Zeppelin, Massachusetts, Tirpitz, Scharnhorst und die Sims,
wenn er diese Schiffe bekommt, dann bekommt ihr einen Sonderauftrag dazu und der beinhaltet dann, je nachdem, was ihr für ein Schiff bekommt, ihr müsst 5 Gefechte fahren. Für die ersten 5 Gefechte mit beliebigen Typs, ja, bekommt ihr dann 2500 Dublonen und 100.000 Free XP. Das ist quasi so, dass ihr die Alaska Black bekommt und dann einen Auftrag für die normale Alaska bekommt. Also ganz, ganz wichtig, fahrt nicht die Alaska Black, sondern ihr fahrt dann die ganz normale Alaska. Damit könnt ihr dann auch weitere Black-Container erfahren. Und dann bekommt ihr am Ende nochmal ein bisschen was an Dublonen. Genauso ist es dann auch bei der Atago, Asashio und so weiter. Da gibt es auch über 2500 Dublonen. Und bei der Sims sind es dann eben 1500 Dublonen am Ende. Wichtig ist, dieser besondere Kampfauftrag droppt nur im Jahr 2019, also in dem Event, den wir jetzt gerade hier erklären. Ja, habt ihr die Tierpits aus dem letzten Jahr schon, also die Tierpits Black, und ihr bekommt sie dieses Jahr wieder, ja, dann zählt's. Ja, dann kriegt ihr auch wieder einen Auftrag für eure normale Tierpits. Ja, aber wenn ihr jetzt die Tierpits Black nicht bekommt, sondern meinetwegen die Alaska Black, aber die Alaska selbst nicht habt, dann könnt ihr diese Sache auch nicht erfüllen. Zumindest nicht sofort. Ihr könnt sie euch natürlich freispielen, für 1 Million Free XP zum Beispiel, und dann diese Aufgabe doch noch erfüllen, nämlich die bleibt euch erhalten bis 31. Januar 2020. Ich glaube, jetzt haben wir so die ganzen Eventualitäten, die so in Frage kommen würden, wie man an diese Dublonen und diese Sache kommt, ausführlich erklärt. Ja, also das ist entscheidend, dass ihr das immer mit dem Standardschiff fahrt. Ne? Das wird gerne übersehen und dann wird gefragt, warum funktioniert denn das nicht und so weiter. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr daran eben denkt, ne? Dass das eben ein Standardschiff sein muss. Gut. Und dann kommen wir zu den Rabatten und Bonis. Da bist du dann wieder an der Reihe. Ja, für alle Leute, die klamm bei Kasse sind, ne? Das sind wir ja alle immer chronisch, da hilft uns jetzt unsere Rabatte und Boni-Aktion vom 28. bis zum 2. Dezember. 100% Tagessieg bekommen wir nämlich, also Leute, ihr könnt wieder farmen auf das nächste Schiff, was ihr haben möchtet, und zwar am besten bei den Amerikanern, wenn ihr die noch nicht habt, weil da gibt es nämlich Bonis, 50% Stufe 2 bis 5, 30% Stufe 6 bis 8 und 50% für Stufe 8 bis 10 kriegt ihr da einfach mal geschenkt bzw. günstiger. Zudem 35 freie EP für die Umwandlung für eine Dublone. Da warten ja auch immer ganz viele drauf, um sich ihren freien EP-Vorrat wieder aufzufüllen. Also hier habt ihr wieder die Chance, ein bisschen mitzunehmen, anstatt 25, 35. Zudem könnt ihr noch Hafenliegenplätze vor Hälfte des Preises erwerben und auch die Verbesserungen sind um die Hälfte reduziert und Dublonenkosten beim Ausbau von Verbesserungen 80%. Also wenn ihr da mal irgendwas wechseln möchtet bei Verbesserung, macht es am besten jetzt. Das spart euch einfach nochmal einen ganzen Teil an Dublonen. Genau. Und hinten raus gibt es nochmal ein Thanksgiving Day. Sprich vom 28. November bis zum 9. Dezember kriegt ihr nochmal zusätzlich 3 Aufträge, Teil 1, 2 und 3. Ja, zerstört in beliebig vielen Gefechten 3 verschiedene Schiffe. Dafür haltet ihr die Tarnung Herbstfülle 3-mal. Ganz einfach, Stufe 5 bis 10, denk mal, ziemlich einfach zu machen. Teil 2, da gewinnt ihr einfach 3 Gefechte, könnt das auch im Koop machen, also da seid ihr auch rucki zucki mit durch. Und dann seid ihr schon bei Teil 3, verdient 10 Ohrensbrenner in Brand gesteckt in beliebig vielen Gefechten. Jeweils wieder diese 3 Tarnung, Herbstfülle, Schiffseinstrengung, Stufe 5 bis 10, wie gehabt. Das denke ich mal, macht man einfach alles nebenbei mit. Und wenn ihr alle 3 Teile durch habt, gibt es als letzte Belohnung nochmal die 5 Tarnung Herbstfülle obendrauf. So, summa summarum kommt ihr denn auf 14 Tarnung Herbstfülle, die ihr nochmal einfach nebenbei hier mitnehmen könnt. So ist es. Und das ist eigentlich schon alles, was man zum Black Friday erzählen kann. Nebenbei gab es ein paar Bilder, ja, aus dem Hafen von den Schiffen, die jetzt dann so verfügbar sein werden. Ich hoffe, wir konnten euch vernünftig informieren, sodass ihr jetzt allumfassend vorbereitet seid, was ihr alles erfarmen könnt und wie lange ihr dafür Zeit habt. Und wenn es so ist, würde ich mich sehr freuen oder würden wir uns sehr freuen, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke drücken, uns vor allen Dingen weiterempfehlen, wenn es euch gefallen hat, die Art und Weise, wie das Video hier aufgemacht ist. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf unserem YouTube-Kanal. Haut rein, euer Seekrautsteam, euer Andi und euer Toxic85. Macht's gut. Ciao, ciao.